Willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um eine Einstellung, die deinen Erfolg mit Frauen komplett ruiniert. Wenn du so denkst, kannst du es gleich lassen, bleibst du für den Rest deines Lebens Single. Pass auf, oft bekomme ich Kommentare auf diesem YouTube-Kanal, wie zum Beispiel, ja, es lohnt sich eh nicht, Frauen sind alle schlecht. Oder jemand fragt, wer zahlt beim ersten Date? Ich oder die Frau? Natürlich die Frau, du solltest niemals für eine Frau zahlen, die haben das nicht verdient, Frauen sind falsch, Frauen gehen dir eh fremd. Diese ganze negative Einstellung zu Frauen. Und es gibt nichts, und jetzt halte ich fest, erbärmlicheres, schwächeres, unmännlicheres und unreiferes als diese Einstellung. Schau, die wurde doch garantiert mal das Herz gebrochen, oder? Ist uns allen mal passiert. Wir waren alle mal jung, naiv und dumm und hatten so eine rosarote, romantische Ansicht auf das Thema Dating. Frauen haben die Wesen vergöttert, als ob sie Engel wären und viel besser als wir. Ja, wer kennt das nicht? Es ist ja alles in Ordnung. Und dann hat die Frau irgendwie dich betrogen oder dich aus dem Nichts verlassen. Das ist mir zum Beispiel früher passiert. Ja. Wie könnte man jetzt damit umgehen? Man könnte hergehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war noch nicht reif genug. Ich hatte keine Ahnung von dem, was ich tue. Ich werde mich jetzt verbessern, damit es beim nächsten Mal besser klappt. Also würde ein reifer, erwachsener, logischer Mann denken und reflektieren. Was aber viele Männer machen ist, weil sie so ein, zwei, dreimal von Frauen betrogen, verraten wurden, schlecht behandelt wurden, sie fangen an, Frauen zu hassen. Und dann kommt sowas. Alle Frauen sind schlecht, alle Frauen kann man nicht vertrauen. Ja, das ist sehr, sehr unreif. Das ist die Opferhaltung schlechthin. Anstatt den Fehler bei dir zu suchen, suchst du ihn bei Frauen. Gibst du der Welt die Verantwortung. Und ich möchte nicht damit sagen, dass du immer im Unrecht bist und immer einen Fehler gemacht hast in einer Beziehung. Vielleicht hast du auch einfach die falsche Frau angezogen. Vielleicht bist du mit der falschen Frau in eine Beziehung gekommen, der du nicht vertrauen kannst. Eine sehr unqualitative Frau ohne Werte. Ist vielen, vielen der Leute, die ins Coaching kommen, passiert. Aber du bist immer noch verantwortlich dafür. Nur weil die Frau schuld ist, entbindet dich das nicht von deiner Verantwortung. Guess what? Du bist schuld an allem, was dir passiert. Wenn du nicht schuld bist, wenn du nicht verantwortlich bist, denn Verantwortung ist nichts weiter als ein anderes Wort für Schuld, was positiver ist. Wenn du nicht verantwortlich bist für das, was die Frau getan hat, wenn du nicht schuld bist, bist du immer noch verantwortlich dafür, wie du damit umgehst. Am Ende des Tages juckt absolut niemanden auf diesem Planeten, wer schuld ist. Du bist verantwortlich für alles, was dir im Leben passiert. Du bist verantwortlich für alle Konsequenzen. Ob die Schuld jetzt bei dir liegt oder bei jemand anderem. Sobald du die Schuld bei jemand anderem suchst, wie zum Beispiel bei den Frauen, bei den bösen Frauen, die dich betrogen haben, bla bla bla, bei der Gesellschaft, da habe ich auch ganz oft gehört, hast du verloren, bist du handlungsunfähig und einfach nur ein Opfer. Wie soll eine Frau dich ernst nehmen? Wie soll irgendjemand dich ernst nehmen, wenn du ständig jemand anderes die Schuld in die Schuhe schiebst? Es ist eine Opferhaltung, es ist sehr feminines oder toxisch feminines Verhalten, weil nicht mal eine Frau, deren Stärke es jetzt wirklich nicht sein sollte, Verantwortung zu übernehmen, das ist die Rolle eines Mannes in einer Beziehung, Stichwort maskuline, feminine Energie, bla bla bla. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann schau dir die restlichen Videos auf meinem Kanal an. Es ist jedenfalls deine Rolle als Mann in einer Beziehung, die Verantwortung zu übernehmen. Und sogar für eine Frau, obwohl es nicht ihre Rolle ist. Es ist super, wenn eine Frau Verantwortung übernimmt, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, es ist deine Aufgabe, die Führung und damit die Konsequenzen, die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen. Und sogar bei einer Frau ist das jetzt kein gutes Zeichen, wenn sie die Verantwortung ständig auf andere schiebt. Wenn zum Beispiel du von einer Frau die du neu kennenlernst, immer sowas hörst wie, ja, meine Ex-Freunde waren alle schlecht und waren alle voll die Versager und haben das und das und das gemacht. Ist ein schlechtes Zeichen. Und für dich als Mann ist das absolut unreifes, intolerantes Verhalten. Also wenn du hier sowas liest, irgendwie Kommentare oder so,
Frauen sind alle schlecht oder irgendwas über die Gesellschaft oder irgendwelchen beschissenen Nonsens, den du nicht beeinflussen kannst, dann weißt du, woran du bist. Nimm Männer nicht ernst, die die Verantwortung auf irgendjemanden ziehen. Ja, wir leben gerade in einem Zeitalter, wo man sehr, sehr leicht die Verantwortung auf andere schieben kann. Ja, Stichwort, was gerade in der Politik abgeht, was wir hier alles erdulden müssen mit diesen ganzen Masken und dieser ganzen ganz kranken Scheiße, die abgeht. Hast du mich jemals rumheulen hören über sowas? Ich habe ein Video, wo ich erzähle, ob es Sinn macht jetzt oder ob es geht überhaupt jetzt in der aktuellen Situation Frauen kennenzulernen. Hast du mich irgendwo da rumheulen hören, wie schlimm alles ist und die Politik und? Nein, das wirst du auch nicht. Es ist verantwortungslos, es ist Rumgeheule, es ist unmännlich und keiner kann dich ernst nehmen, wenn du die Schuld auf andere schiebst. Und das ist eine der Philosophien, die wir unter anderem hier im Coaching predigen. Und wenn du diese Einstellung hast, dass Frauen an irgendwas schuld sind, nein, sind sie nicht. Solange du die Schuld auf andere schiebst, bist du handlungsunfähig, hast du keine Macht über dein Leben und dann kommen solche Sachen wie Ahnungslosigkeit oder ganz und gar Depression. Weißt du, wann Leute depressiv werden? Vor allem dann, wenn sie keinen Ausweg sehen. Wann siehst du keinen Ausweg? Wenn du dir deiner Macht nicht bewusst bist. Du hast, egal in was für eine Situation du steckst, Macht. Macht über dein Leben. Macht über deine Ergebnisse. Und Macht über die Konsequenzen. Du wirst immer irgendwas finden, wo du beeinflussen kannst. Und es gibt Menschen, die suchen gar nicht danach. Die heulen einfach nur rum, geben der Umwelt, der Politik, den Frauen, der Gesellschaft, den anderen Menschen die Schuld und sehen diese Macht nicht. Und es gibt Menschen, die akzeptieren das Unvermeidliche, das, was sie nicht beeinflussen können. Okay, die Situation ist scheiße. Okay, Frauen sind so und so und so. Okay, meine Ex-Freundin ist halt so und so und so. Und dann fokussieren sie sich einzig und alleine auf das, was sie beeinflussen können. Ja? Also mach nicht den Fehler und sei keiner dieser Männer. Ja? Egal unter welcher Maske sie auftreten, es gibt ja so ein paar Bewegungen, zum Beispiel die MGTOW-Männer oder Red Pill oder wie die alle heißen, diese ganze Ami-Scheiße, die auch mittlerweile hierhin nach Deutschland schwappt. Ja? Ist alles erbärmlich schwach. Und erzähl mir nicht, dass es anders wäre. Erzähl mir nicht, dass diese MGTOW-Vögel, dass da nicht eine Menge Verbitterung über die Frauenwelt mitschwebt. Erzähl's mir nicht, denn es stimmt nicht. Übernimm die Verantwortung für dein Leben und sei sauer auf niemanden. Siehe das, was Menschen tun, siehe die negativen Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, die dir widerfahren, als eine Naturgewalt. Wieso bist du sauer auf Menschen? Wieso? Bist du sauer, wenn dich jemand ungerecht behandelt? Wieso bist du sauer, wenn dich jemand angreift? Dein Problem ist, du bewertest Menschen. Du bewertest jede Handlung von Menschen. Du bewertest Umstände. Und mit dieser Bewertung musst du aufhören. Ich gebe dir jetzt so ein ganz kleines Häppchen vom Coaching, was wir sehr, sehr oft predigen. Pass auf. Sagen wir, du gehst in einen Zoo und da ist ein Käfig, wo ein Tiger eingesperrt ist. Und da liegt ein 500-Euro-Schein rum in diesem Tigerkäfig. Und du willst diesen 500-Euro-Schein. Und jetzt springst du in den Tigerkäfig und rennst zu dem hin. Und dann greift dich der Tiger an und beißt dir irgendwie einen Arm ab. Bist du jetzt sauer? Bist du jetzt so, dieser verdammte Tiger, wie kann er nur, der ist moralisch verwerflich und. Es ist ein scheiß Tiger, du bist nicht sauer. Du hast die Entscheidung getroffen, in den Tigerkäfig zu springen, um dir die 500 Euro zu holen, oder? Sind wir uns doch einig. Und jetzt vergleich das mal. Menschen sind sauer, zum Beispiel, wenn ein Arbeitskollege oder wenn der Chef sie ungerecht behandelt. Sie unterstellen ihm eine böse Absicht, sie akzeptieren nicht, dass er ein Arschloch ist. Warum? Es ist doch genau das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass du der Meinung bist, dass ein Tiger bloß ein dummes Tier ist, was nichts für seine Handlungen kann. Und deinem Chef gegenüber oder einem Arbeitskollegen, der dich ungerecht behandelt oder so,
Dem unterstellst du die böse Absicht, den bewertest du viel, viel härter. Was hindert dich denn daran, einfach mal diese beiden Situationen komplett gleich zu sehen und beispielsweise deinen Arbeitskollegen oder deinen bösen Chef, ja, einfach mal als eine Naturgewalt zu betrachten? Denn wenn du anfängst, ihn als Naturgewalt zu betrachten, dann bist du dem gegenüber sehr, sehr stoisch. Du bist nicht mehr sauer, weil du nicht so hart bewertest, nicht so hart urteilst. Und das ist ein weiterer Schritt, nicht nur zum Stoizismus, sondern auch zur emotionalen Stabilität. Denn guess what? Eine Frau möchte einen Mann an ihrer Seite, der allem gegenüber, was ihm passiert, stoisch und stabil gegenübersteht. Ja, sie will keinen Mann, der wie ein gackerndes Huhn, wie so ein kopfloses Huhn da rumrennt. Der ist schuld und was soll ich tun? Erbärmlich. Frauen wünschen sich einen Mann, der, egal was passiert, genau rausfindet, und zwar so schnell wie möglich, wo kann ich handeln? Wo habe ich Einfluss drauf? Und dann handelt er. Und die Sachen, wo er keinen Einfluss drauf hat, die akzeptiert er einfach. Und das ist eine der Dinge, die wir im Coaching beibringen. Die richtige Denkweise, die richtige Einstellung, der richtige Umgang mit deinen Gefühlen und Gedanken. Denn nur wenn du diesen meisterst, bist du wirklich emotional stabil genug, um eine Beziehung perfekt 1A zu führen. Und du wirst dich wundern, wie leicht dir das fällt. Du wirst dich wundern, wie einfach es dir fällt, mit dem ganzen Bullshit, den die Frauen ab und zu mal gerne entgegenwerfen, umzugehen. Auf einmal nimmst du nichts mehr ernst. Auf einmal hast du nicht mehr diese unnötige Wut in dir oder diese ganzen negativen Gefühle, weil du nicht so hart bewertest. Und das ist eine der Dinge, die wir im Coaching beibringen. Ja, nicht dieses Uga-Uga, sei männlich, sei, was man auf den ersten Blick vielleicht denken mag, wenn man Männlichkeitscoach hört. In diesem Sinne, wenn du lernen möchtest, wie das Ganze funktioniert und wie du dich zu einem solchen Charakter entwickeln kannst, dann klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann werden wir ein Erstgespräch vereinbaren und anschauen, wo liegen aktuell deine Defizite und was hindert dich daran, die richtigen Frauen in dein Leben zu ziehen, zu verführen und vor allem auch zu behalten. Weil, Spoiler, es ist immer deine aktuelle Persönlichkeit. Es ist nicht irgendwas Falsches, was du schreibst. Es ist nicht irgendeine Sache, die du falsch machst, sondern es ist immer deine Einstellung, deine Denkweise und deine aktuelle Persönlichkeit. Und an der müssen wir arbeiten, an der werden wir arbeiten. In diesem Sinne, klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung, schau, was wir alles Schönes anzubieten haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.